fünf Sekunden nach. Wir haben gerade festgestellt, Gandhi war extrem pünktlich, fanatisch pünktlich. Insofern sind wir gut in der Zeit. Wir sind, ja, 15 Sekunden, es geht los. Also, herzlich willkommen, Ilja, und Ihnen auch einen ganz herzlichen Willkommen. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich kann auch ohne Mikro so laut reden, dass Sie mich hinten hören können werden. Geht das? Wunderbar. Wir hätten am 2. Oktober Gandhis 150. Geburtstag gefeiert. Und es ist auch der Anlass, dass Ilja Trojanow sich entschieden hat, aber wir werden mehr zum Motivation fragen gleich. Gandhis berühmte Autobiografie neu herauszugeben, neu übersetzen zu lassen, auch mit einem wunderschönen Nachwort zu kommentieren. Ilja möchte ich nicht hier ein Wiener Publikum lange vorstellen. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, seien nur zwei, drei Sachen schnell gesagt. Ilja ist Autor, Übersetzer, selbst auch Verleger. Hat sehr viele preisgekrönte Romane geschrieben. Den Weltensammler kennen die meisten von Ihnen, hoffe ich. Hat sehr, sehr wichtige Sachbücher in den letzten Jahren geschrieben und man kann sagen, ist ein Public Intellectual, wofür es immer noch einen deutschen Begriff nicht gibt. Aber nichtsdestotrotz, den Status hat er. Die Sachbücher sind zum Themen wie Sicherheit, zum Themen oder ein ganz, ganz interessanter Titel, der Gandhi eigentlich sehr gut gefallen hätte, der überflüssige Mensch, eine Globalisierungskritik, eine sicherheitspolitische Kritik in dem Buch mit Juli C., Angriff auf die Freiheit. Er hat sehr, sehr viele Reiseführer geschrieben. Eins hat er gemeinsam mit Gandhi und das ist, Ilja hat sowohl in Indien wie auch in Südafrika gelebt und das waren die zwei Länder zusätzlich zu England, wo Gandhi auf seinen Weg sozusagen in Indien geboren, in Südafrika politisch sozialisiert. In England hat er studiert und er kehrt nach Indien zurück und schreibt relativ früh eine Autobiografie. Das ist bevor der, also der lange antikoloniale Kampf steht noch bevor. Der Ausgang ist noch ungewiss. Und er schreibt seine Autobiografie mit einem ganz rätselhaften Untertitel. My Experiments with Truth, meine Experimente mit der Wahrheit. Und da möchte ich schon anfangen, kann man mit der Wahrheit experimentieren? Was macht er da? Ja, schönen guten Nachmittag, dass Sie bei dem wunderbaren Wetter trotzdem hierher gefunden haben, finde ich sehr schön. Ich habe ja heute das Gefühl, heute, dass die Sonne irgendwie einen politischen Kommentar von sich gibt. Also wenigstens die Sonne bringt Erhellung. In düsteren Zeiten. Die Frage kann man eigentlich nur beantworten, indem man zuerst darauf hinweist, er hat ja auf Gujarati geschrieben. Und wir haben ja hier diesen unglaublich glücklichen Zustand, dass wir, genau, dass das nicht nur Shalinis Muttersprache ist, sondern, das muss ich gleich als allererstes erzählen, weil ich das unglaublich spannend finde, die Großmutter von Shalini hat Gandhi übersetzt. Entschuldigung. Aber die Großmutter kannte ihn auch, genau sowas. Also es gibt einen Familienzusammenhang, vielleicht zwei Sachen dazu. Es gibt 100 bändige Übersetzungen von Gandhis Gesamtschriften, aber in den Schriften in 100 Bänden sind nicht nur Bücher, Zeitungsartikel, sondern auch sehr, sehr viele Briefe. Und das sind 100 Bände, The Collected Works of Mahatma Gandhi, seine gesammelten Werke zwischen 1956 und 1997 herausgegeben. Und meine Mutter war 10 Jahre lang eine von den Übersetzerinnen, die Gandhi übersetzt hat. Meine Großmutter war interessanterweise, also beide Großeltern kannten Gandhi sehr gut, aber wie wir sehen werden, Gandhi wollte Frauen in der antikolonialen Kampf gegen den Briten involvieren.
Erstens, weil er wollte, dass Frauen in die öffentliches Leben viel größeren Teil haben sollten, aber auch, weil er ganz klug und taktisch dachte, die Briten gehen mit extremer Härte gegen Demonstranten vor. Britische Polizisten und auch indische Polizisten, die bei den Briten angestellt sind, werden sich nicht trauen, Frauen zu verprügeln auf offener Straße. Und deshalb, als er zu Boykott gegen britische Güter, Waren aufgerufen hat, hat er gesagt, Frauen sollen für alle britische Läden stehen und zu Warenboykott aufrufen. Und meine Großmutter war eine der jungen Mädchen, also die war 17, 18 damals. Sie war lange, stand lange als eine der Frauen, die zu Boykott dort aufgerufen hat und Handzettel verteilt hat, damit man keine britische Waren kauft. Also so viel zu Familie. Und insofern ist das wirklich ein wunderbarer Anlass, dass wir nachher auch ein bisschen von Shalini hören und von dem, was du weißt, von Mutter und Großeltern über Gandhiji. Und im Gujarati ist der Titel ja ein bisschen anders, das ist nämlich eine passive Formulierung. Das heißt, es ist nicht ganz klar sprachlich, ob die Wahrheit mit ihm experimentiert oder er mit der Wahrheit. Und da wird es nämlich gleich sehr interessant, weil wir als allererstes das Konzept von Gandhi, das Wahrheitskonzept, kurz erklären müssten. Es ist nämlich ganz klar religiös-philosophisch definiert, nämlich als ein Moment der Erlösung, also als das große Ziel, also teleologisch, und als das große Ziel, das dem Menschen vorschweben muss, wohin man strebt. Aber er war ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, durch und durch Pragmatiker auch immer. Das merkt man auch in dem Buch. Also es wird sozusagen das Idealistische wird immer wieder verortet, verankert im Pragmatischen, im Möglichen. Insofern wusste er natürlich, dass dieser exaltiert extreme Anspruch an Wahrheit im Leben so nicht zu erreichen ist. Das heißt, es ist wirklich ein Weg, eine Reise dorthin, ein Horizont, den er dadurch mit dieser Wahrheit formuliert. So. Und weil es ein Weg ist und eine Reise, ist es natürlich nicht ganz klar, welche Pfade man nimmt. Und das meint er mit den Experimenten. Und da war er wirklich bewundernswert radikal, dass er immer wieder, wenn er gemerkt hat, ein bestimmter Weg funktioniert nicht, so wie seine sehr hohen Ansprüche an sich selbst und auch an alle anderen waren, also hat er einen anderen Weg, einen anderen Pfad genommen. Also insofern ist mit diesen Experimenten nicht dieses, es klingt ja ein bisschen so naturwissenschaftlich labormäßig, das ist nicht gemeint, sondern was gemeint ist, dass man immer wieder überprüft, hinterfragt mit einer Selbstskepsis die beschlossenen Wege, die Entscheidungen, die gefällt wurden, nochmal analysiert und dann unter Umständen einen radikal anderen Weg geht. Und diesen radikal anderen Weg, achso, ich muss noch ganz kurz was zur Sprache sagen, weil es ganz wichtig ist. Alle Übersetzungen, die es bisher gab, weltweit, sind immer aus der englischen Übersetzung dann in andere Sprachen übersetzt worden. Was wir hier haben bei diesem Buch, ist ein Novum insofern, dass der Gandhi hat ja verschiedene Ashrams in seinem Leben, das sind so etwas wie Kommunen gegründet, und das Wichtigste ist in der Nähe von Ahmedabad, eine Stadt, die Shalini sehr gut kennt. Und der Leiter dieses Ashrams hat vor ungefähr einem halben Jahr ein hochinteressantes Buch herausgegeben, nämlich eine Übersetzung dieser Autobiografie, und er hat jeden Satz kommentiert in Hinblick auf die Gujarati-Urfassung und hat, das ist hochinteressant, weil man sieht, wie der Übersetzer eingegriffen hat. Der Übersetzer hat zum Beispiel da, wo Gandhi sehr volkstümlich war, sehr zupackend, ein bisschen grob oder ein bisschen nicht intellektuell, hat er ihn ein bisschen verfeinert. Da, wo er Folklore oder Sprichwörter oder eigene Redewendungen idiomatisch im Gujarati, hat er dann etwas sehr plattes Englisches daraus gemacht. Das heißt, der Text wurde literarisch gesehen, und ich betrachte natürlich jeden Text erst einmal als Literat, wurde eigentlich entwertet, wurde, also ganz platt gesagt, die Gewürze wurden ein bisschen rausgenommen. Und jetzt war es möglich, aufgrund dieser genauen Kommentierung und diesen, und immer wenn die Übersetzung im Englischen von einem Mann namens Desai, das war einer der engsten Mitarbeiter von Gandhi, abweicht vom Gujarati-Original, gibt es dann
in den Fußnoten eine wortwörtliche Übersetzung. Das heißt, zum ersten Mal hatten wir für diejenigen unter uns, die kein Gujarati können, leider hatten wir einen Blick, ein Fenster auf das Original und konnten dadurch tatsächlich die Übersetzung ein wenig entstauben, ein wenig lebendiger machen und an das Original heranführen. Ja, es ist wirklich eine wunderbar gelungene Übersetzung, kann ich sehr, sehr empfehlen. Die alte deutsche Übersetzung. Jetzt müssen wir aber kurz die Übersetzerin nennen, die heißt Susanne Urban. Urban, das wollte ich ein Lobeswort auf Susanne auch hier sprechen in dieser Hinsicht, weil, wie Ilja gerade erklärt hat, der Text ist nicht leicht zu übersetzen, aus verschiedenen Gründen. Aber das ist eine gelungene Übersetzung. Und jetzt zu deiner Intention. Also, was ich interessant fand, ist in deinem Nachwort der Hinweis darauf, du möchtest gegen die Verklärung von Gandhi sozusagen seine politische und geistige Aktualität herausstreichen. Lass uns einen Schritt zurück machen und gucken, Gandhi ist zunehmend unter Kritik geraten in Indien, sowohl von der rechten Ecke wie auch von der feministischen linken Seite. Kannst du etwas erstmal zu dieser Kritik sagen und dann können wir uns angucken, warum es nötig ist, sozusagen diesen Weg erstmal zu verlassen und auf die heutige Relevanz von Gandhi zu kommen? Ja, also ganz platt gesagt, die Kritik ist sogar mehr als Kritik, die Verachtung der Rechten war eigentlich schon von Anfang an gegeben, so sehr, dass der Mörder von Gandhi ja nicht nur jemand war von der, das nennt man Hindutva, also hinduistisch-nationalistische Rechte, sondern es war jemand, der ganz genau aus dem Stall kommt, aus dem die heutige Regierung und an erster Stelle Herr Modi, der der Regierung vorsteht, kommt. Das heißt, da gibt es sozusagen wirklich eine direkte Genealogie eines Hasses auf das Völkerverbindende, auf das Religionsübergreifende, auf das Multikulturelle im Wirken und Denken von Gandhi. Bei der Linken kam das erst später und ich glaube, die Kritik der Linken und vor allem der, wie du sagst, feministischen Linken hat sehr stark damit zu tun, dass Gandhi dann zu einer sinnentleerten Ikone wurde. Also überall in Indien hing sein Porträt, überall wurde in Sonntagsreden der große Mahatma zitiert und er wurde dann reduziert auf eine Art Landesvater, ohne dass seine vielen Provokationen, seine sozialpolitischen, seine also auch ernährungstechnischen, seine ökologischen Provokationen, die immer noch einen aufrütteln, ohne dass die eigentlich thematisiert wurden. Und dann hat die feministische Linke, also eine der berühmtesten Kritiken war von der Ihnen wahrscheinlich auch bekannten Arundhati Roy, gesagt haben, okay, er hat zwei Sachen nicht gemacht, er war gendermäßig blind, zugegeben, überhaupt keine Frage, die Übersetzerin Susanne Urban, wie man den Namen nehmen kann, ist eine Frau und sie hat sich bei der Übersetzung auch immer wieder geärgert über gewisse, ja, also patriarchale Prägungen von Gandhi, aber es ist natürlich auch geschenkt, weil er kam aus einer Zeit und aus einem Umfeld, in dem er wahrscheinlich kaum hätte anders agieren können oder denken können. Was, glaube ich, schwerer wiegt, ist der Vorwurf, dass er gegenüber den sogenannten Unberührbaren, also gegenüber jenen im Kastenwesen, die die unterste Schicht bilden, dass er da einen eher paternalistischen, von oben herab gönnerhaften Ton und nicht eine wirkliche soziale Transformation, die zu einer völligen Egalität führt, das Wort geredet hat. Und da gibt es einen sehr spannenden Konflikt mit einem anderen sehr wichtigen Inder namens Ambedkar. Das ist derjenige, ein Rechtsanwalt, der von den Dalits kommt, also von den sogenannten Unberührbaren, der die indische Verfassung maßgeblich formuliert hat. Diese Kritik hat sich, glaube ich, gesteigert oder ist, glaube ich, hochgekocht. Auch deswegen, weil Gandhi immer wieder in der indischen Nachkriegsgeschichte instrumentalisiert wurde. Von allen möglichen Gruppen zu allen möglichen Zwecken. Zum Beispiel hinduistische, also Gläubige haben ihn in seinen religiösen Facetten nur gesehen und nur diesen Teil. Und so wurde eigentlich Gandhi als ich nenne ihn ein politisches Gesamtkunstwerk, wurde immer wieder auf eine Tonart reduziert, was
deswegen so unglaublich schade ist, weil gerade die Widersprüchlichkeit dieses Menschen, die Vielschichtigkeit dieses Menschen ihn spannend macht, auch heute spannend macht. Das heißt, er wurde eigentlich entkernt in dem, was ihn wirklich ausmacht. Ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Aspekt, diese Facettenreichtum betont. Und dazu kommen wir einigen Schritten sozusagen. In mein erster Punkt wäre sozusagen in diese Vielschichtigkeit und auch die Widersprüchlichkeit Gandhis ist zu sagen, er war Produkt einer bereits globalisierten Welt. Er war Pazifist, er war fanatischer Vegetarier, aber dieser Pazifismus, Vegetarismus und so weiter hat er nicht nur aus der hinduistischen Tradition der Familie, sondern der hat sehr viele intellektuelle Einflüsse aus dem Westen auch, die ihn geprägt haben und wozu er sich offen bekannt hat. Das heißt, dass er Tolstoi, Thoreau oder Ruskin genauso idealisiert, wie er irgendeine althergebrachte indische Schrift. Oder auch die Bibel, die er sehr genau gelesen hat. Die er sehr genau gelesen hat und meinte, die hätte ihn genauso geprägt, wie diese Pranami-Tradition von einer sehr kosmopolitischen Tradition, die seine Mutters war. Ja. Und er hat ein sehr schönes Bild und ich glaube, damit könnten wir anfangen. Und das Bild, er sagt, mein Haus steht auf so einem sicheren Fundament, dass ich mir erlauben kann, alle Türen und Fenster offen zu lassen, damit Winde aus aller Welt durch mein Haus wehen dürfen. Und das heißt, es ist eine Festverwurzelung in einer Tradition, aber diese Tradition verstanden als eine sehr pluralistische und auch sehr offen gegenüber alle Einflüsse überall in der Welt, die er sich angeeignet hat. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie er mit Tradition umgeht. Es ist nicht ein Gehorsam gegenüber der Tradition, sondern es ist eine Überprüfung der Tradition. Das ist auch Teil dieser Experimente. Das heißt, er hat dann tatsächlich etwas, mit dem er aufgewachsen ist, zum Beispiel auch das Vegetarianische, hat er tatsächlich an sich selbst überprüft. Er hatte eine Phase, da hat er dann auch Fleisch gegessen und hat dann darüber nachgedacht, hat die Reaktion seines eigenen Körpers, hat interessanterweise einen englischen Autor, der damals extrem einflussreich war, namens Soult, wahrscheinlich der erste Mensch, der das im Westen, der den Vegetarismus als politisches Konzept auch formuliert hat, hat sich damit auseinandergesetzt und hat dann mit einer selbstgefundenen neuen Überzeugung diese Tradition bekräftigt. Das heißt, es war nicht ein blindes Befolgen von Überlieferung, sondern es war tatsächlich jeweils ein Überprüfen dessen, was möglich ist. Zu dem Kosmopolitischen muss man sagen, dass ein Teil, glaube ich, der Unkenntnis des Westens über Indien tatsächlich sozusagen die Entdeckung Indiens durch Großbritannien und dann sozusagen die Öffnung Indiens zur Welt durch den Kolonialismus behauptet. Und das findet man immer noch, auch heute noch in Büchern. Das ist natürlich mitnichten nicht so. Da, wo Gandhi herkommt, das ist ganz im Westen Indiens, das ist so eine Halbinsel, die ein bisschen wie ein Dreieck aussieht, heißt Saurashtra. Und da gab es seit dem Mittelalter ganz regen Austausch mit vor allem Arabien, es gab unglaublich viele Händler, die kamen, es gab daher auch einen muslimischen Anteil. Das sind sehr viele Hafenstädte, das sind kleine politische Einheiten, also ein bisschen könnte man sagen wie die Hanse oder wie die italienischen Stadtstaaten. Und da gab es einen sehr, sehr großen Austausch mit der Welt, nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell. Und wie du erwähnt hast, das müssen wir vielleicht kurz erklären, seine Mutter hing einer kleinen religiösen Gemeinschaft an, die heißen Pranami, die eigentlich nur vergleichbar mit einer anderen kleinen Gruppe namens Baha'i, die es auch weltweit gibt, glaubten, dass jede religiöse Überlieferung einen Kern Wahrheit in sich enthält. Und deswegen wurden bei ihren Ritualen religiöse Texte von allen möglichen Religionen vorgetragen und deren sozusagen heiliges Buch, das endlos lang ist, besteht tatsächlich aus einer Kompilation der Religionsgeschichte.
Und das hat ihn mit Sicherheit geprägt. Und dann kam der nächste Schritt, er ging zum Studieren nach England. Und da hat er ja wirklich sich auch voll hineinbegeben. Also wenn man Fotos sieht, er trägt Anzüge, er hat dann auch mal Alkohol probiert, hat irgendwie auch mal, ist mal auch mal ausgegangen, hatte sozusagen sich als Gentleman auch mal, auch wieder ein Experiment, nicht? Hat festgestellt, so ganz für mich ist das auch nicht. Aber er hat schon das Rechtskonzept, dass er von der Aufklärung kommt, sozusagen die Grundpfeiler des englischen Rechts, hat er, glaube ich, inhaliert. Und das merkt man in der Autobiografie ganz klar. Er hat immer wieder so ein legalistisches Denken, was, glaube ich, sehr wertvoll war im antikolonialen Kampf, weil er die Briten, und das ist bis zum heutigen Tag, glaube ich, wertvoll für den globalen Süden, die Briten daran erinnert hat, was ihre eigenen Werte und was ihre eigenen Rechtsvorstellungen sind, und gesagt hat, ihr predigt eine Sache und ihr tut in der Realität was völlig anderes. Das ist ja bis zum heutigen Tag so. Also in Europa wurden die allgemeinen Menschenrechte mit formuliert und bis zum heutigen Tag ist die EU zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage, verbindliche internationale Regeln zu unterstützen, die diese Menschenrechte weltweit zum Beispiel, ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, Investitionen, Schiedsgerichte und so weiter, umzusetzen. Das heißt, das ist wirklich ein, würde ich sagen, so ein Basso Continuo dieser Auseinandersetzung. Er hat immer wieder, auch dann später in Indien, die britische Herrschaft eigentlich bloßgestellt, indem er gesagt hat, ihr verrät eure eigenen Konzepte, Ideen, Ideale. Stichwort, bei dir, der gerade gefallen ist, die Aufklärung. Und eine der Sachen, die du auch in deinem Nachwort herausarbeitest, aber das finde ich für Gandhi so wichtig ist, ist eben die Aufhebung bestimmter Dualitäten, die aus der Aufklärung kommen. Also Theorie und Praxis, Glaube und Rationalität oder Emotionen und Rationalität, Körper und Geist. Alles, was unsere, sage ich mal, unsere für mich einbegriffen westlichen Denken so prägt, hat er eigentlich radikal in Frage gestellt. Also du bist auch schon kontaminiert, ich oder? Ich bin hoffnungslos kontaminiert in dieser Hinsicht. Ah, wir müssen dich noch befreien, Shalini. Genau. Aber er befreit sich. Er befreit sich, er absolut. Befreit sich. Aber und das finde ich ja zum Beispiel sehr aktuell. Also die ganze Zeit, als ich mich mit Gandhi beschäftigt habe, habe ich natürlich Zeitung gelesen. Und jetzt Thema Ökologie, Klima und so weiter, kam ja ständig diese Frage, ja, aber was bringt das, wenn ich da jetzt kein Fleisch esse, oder inwieweit ist es notwendig, also darf man zum Beispiel zu einer Klimakonferenz überhaupt dann fliegen, und also sozusagen wirklich Fragen, die das Große, das Ideelle, das Universelle verknüpfen mit der eigenen Lebensführung. Und das hat er ein Leben lang ganz, ganz radikal gemacht. Das heißt, für ihn gab es tatsächlich, genau wie du sagst, diese Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten überhaupt nicht. Und das hat natürlich das war für die anderen wirklich eine Zumutung. Also für alle Menschen, die mit ihm gelebt haben, war das eine Zumutung, weil er da unglaublich radikal war, unerbittlich. Also eigentlich, dagegen sind ja irgendwelche Puritaner oder so, sind ja Waisenknaben. Also er war wirklich von einer völlig gnadenlosen Radikalität. Das, was ich als Mensch mache, ist in irgendeiner Weise ethisch nicht zu verantworten. Ergo darf ich das nicht machen, da kann es überhaupt keine Kompromisse geben. Und das ist natürlich schon etwas, er ging mir so beim Lesen, wo er immer noch eine ganz provokante Aufforderung an einen jeden von uns stellt. Wie ist es denn? Also ich fühlte mich dann selber ertappt, dass ich tatsächlich in vielen Bereichen meines Lebens den hohen Ansprüchen, die ich habe an unser Gemeinwesen, an unsere Ideale, auch nicht genüge und genügen kann und oder genügen will. Und das macht, glaube ich, einen Teil seiner Aktualität aus. Und das Zweite ist, was du gesagt hast, Körpergeist. Das finde ich ja hochinteressant, weil er eigentlich alle Leute, die, sagen wir mal, ein bisschen so esoterisch heutzutage unterwegs sind, all diesen Leuten eigentlich, glaube ich, eine bessere Alternative gibt, nämlich indem er aufzeigt, dass es eine Einheit gibt zwischen ganz konkreten materiellen Aspekten, die Ernährung zum Beispiel, die Tagesführung,
Er macht sich ja über alles Gedanken. Also wann sollte man aufstehen? Wann sollte man, also ein bisschen zu weniger appetitlichen Sachen, also die Schulführung und so weiter und so fort. Also er macht sich über jeden Aspekt Gedanken und kombiniert das dann aber wirklich mit dem Spirituellen. Und insofern gibt es da nichts irgendwie Abgehobenes, so Waberndes. Es ist alles immer konkret, aber gleichzeitig durchdrungen von einem Denken über die großen Zusammenhänge. Und ich will unser Gespräch auf zwei Aspekte dieser Sache lenken, weil ich finde es, wo er noch radikaler ist eigentlich, ist die Tatsache, dass er seinen eigenen Körper nicht nur zu Experimentierfeld für alle seine Versuche mit Ernährung und Pflanzenmitteln und selbst hergestellte und auch ayurvedische Medikamente und so weiter macht, sondern oder mit dem Fasten sozusagen anfängt, um den Körper zu reinigen, um die Seele zu reinigen, sondern er setzt wirklich den eigenen Körper ein als ein Mittel, Widerstand zu leisten. Ja? Und das heißt, diese Körperlichkeit ist für ihn genauso wichtig im politischen Handeln und Denken wie Schreiben, Reden, Schriften. Und das ist schon etwas, was sehr modernes, ne? Sehr modernes und manchmal auch etwas fremd anmutendes. Jein, also ich glaube zum Beispiel, er hat den Hungerstreik erfunden. Genau. Also ich habe nichts gefunden, was vor ihm datiert ist. Und der Hungerstreik war ja dann im 20. Jahrhundert, also ich kenne es zum Beispiel aus meiner Beschäftigung mit politischen Häftlingen in Bulgarien, wenn wir zum Beispiel an die Bewegung in Nordirland, in Irland denken, Bobby Sands und so weiter und viele andere Beispiele. Also der Hungerstreik ist dann etwas, was wirklich ins Arsenal des politischen Widerstandes weltweit eingeführt wurde. Ähnlich, du hast es vorhin gesagt, eine bestimmte Form des Streiks. Natürlich gab es davor Streiks, aber was er gemacht hat, ist, er hat sich überlegt, was ist, und das, glaube ich, könnte die heutige Klimabewegung durchaus einiges noch von Gandhi lernen, was sind sozusagen die Elemente in der Gesellschaft, die eine möglichst große Mehrheit belasten, wo eine möglichst große Mehrheit tatsächlich davon in irgendeiner Weise negativ betroffen ist. Und deswegen hat er dann Salz genommen. Also er hat sozusagen nicht zufällig oder nicht bequem, sondern hat ganz strategisch sich überlegt, wo können wir durch Blockaden, durch Streichs, durch Verhinderung, können wir nicht nur das, was die Macht am meisten irritieren oder gar blockieren wird, sondern das, was möglichst viele Menschen teilen können. Also was möglichst viele Menschen dann verstehen werden als Notwendigkeit aus ihrem persönlichen Leben heraus. Und ein weiteres Moment des politischen Widerstandes, was, glaube ich, hochmodern ist, ist ja, dass er immer wieder, und da sind wir genau bei dem, was du gesagt hast, immer wieder vorne weggegangen ist, mit einer besonders extremen Selbstaufopferung, was dann den unglaublich starken Effekt hatte, dass die anderen, die hinterhergingen, natürlich sozusagen diese Radikalität die meisten nicht nachmachen konnten, aber aus schlechtem Gewissen oder aus Bewunderung oder aus der Bewegung der Organisation heraus wenigstens teilweise das nachgemacht haben. Also es ist eigentlich ein unglaublich gutes Beispiel für natürliche Autorität, für Führung durch Beispiel, nicht durch Reden, nicht durch Theorien, sondern er stellt einen so hohen Anspruch, dass die anderen wenigstens versuchen, 20, 30, 40% davon zu erfüllen. Und das war dann genug, um wirklich gigantische Bewegungen zu erzeugen, die, das darf man ja nicht vergessen, gegen die größte Macht gerichtet waren, die Menschheit jemals gesehen hat. Das war das britische Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das heißt, also mehr Macht geht ja kaum. Und trotzdem hat er mit diesen Mitteln es geschafft, dass das britische Empire tatsächlich extrem nervös wurde.
Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstmal zum Hungerstreik als politische Taktik. Und du sagst ganz zu Recht, er ist der Erste, der politische Streik als eine öffentliche Mittel des Widerstandes einführt. Aber du weißt, wo das herkommt für ihn. Er sagt, ich habe das von meiner Mutter gelernt. Und dann denkt man, wieso hat er das von seiner Mutter gelernt? Und dann hat er einen wunderbaren Brief, den er einmal, als jemand ihn fragte, wieso von ihrer Mutter gelernt, hat er geschrieben, das ist die einfachste Waffe jede indische Frau zu Hause. Wenn sie gegen ihren Mann Widerstand leisten will, dann sagt sie, ich streike, ich esse einfach nicht. Und weil sie nicht isst, dann kocht sie auch nicht. Und dann gerät ein bisschen in Schwierigkeiten. Und wenn das zwei Tage lang geht, dann gibt es eine Veränderung in ihrem Sinne. Und das heißt, er hatte wirklich eine geniale Gabe, so ganz alltägliche Sachen umzuwandeln in etwas Politisches und aus den Häuslichen in den Öffentlichen und das mit verbunden mit etwas ganz Interessantes. Alles, was man, also für die Briten, weil du sagtest, das ist die imperiale Macht und die war die imperiale Macht. Und was haben die Briten an ein paar indische Männern in Punjab und so bewundert? Das waren die martialischen Rasse für die Briten. Die waren kämpferisch, ihre Körper waren durchtrainiert und so weiter. Gandhi macht genau das Umgekehrte. Er macht die Waffen von Frauen zu politischer Waffe. Diese Männlichkeitsideal interessiert ihn nicht die Bohne. Und er sagt, der Körper, unser Körper ist verwundbar. Und in dieser Verwundbarkeit setze ich ihn ein, nicht um Gewalt zu erzeugen, sondern Gewalt Einhalt zu bieten. Also das finde ich so interessant an dieser Sache. Und der andere Punkt, den ich ganz interessant fand, was du... Entschuldigung, können wir ganz kurz über Gewalt reden, weil das habe ich gemerkt auch jetzt in Gesprächen mit Freunden, ist, glaube ich, wirklich ein Missverständnis, weil jeder weiß natürlich, er war für Gewaltfreiheit, das war er auch, das hat er wirklich überhaupt nicht erfunden, sondern das ist eine ganz, ganz lange und alte und große indische Tradition. Aber was missverstanden wird, ist, dass es natürlich schon einen Moment der Gewalt gibt, nämlich, was du schon skizziert hast, gegen sich selbst. Und er war immer wieder bereit, sein eigenes Leben zu opfern. Und er hat tatsächlich gesagt, die einzige Möglichkeit, auf Gewalt zu reagieren, ist, bereit zu sein, sich selber auszulöschen. Und jetzt wird es wirklich kompliziert, weil er hat das dann teilweise von den anderen auch verlangt. Und er hat dann gesagt, als zum Beispiel es ganz, ganz schreckliche Massentötungen gab zwischen Hindus und Muslimen, hat er dann tatsächlich erwartet, auch von seinen Anhängern oder Mitstreiterinnen, dass sie so wie er bereit sind, ihr Leben dafür herzugeben, weil er gesagt hat, wenn genug von uns ihr Leben hergeben, wird sozusagen dieser Hass dann aussterben. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschlagen. Das ist sozusagen nicht so ein, weißt du, wir haben uns lieb und wir streicheln uns alle. Es ist schon eine unglaublich radikale Position, in der alles auf dem Spiel steht. Ja. Genau, absolut alles. Den anderen Punkt, den ich aufgreifen wollte, war deine Referenz zu Salt Satyagraha, also Salz nimmt er als Symbol. Die Briten hatten den Indern verboten, Salz herzustellen und Salz ist etwas, was man jeden Tag natürlich in jedem Haushalt verwendet und man musste ein Steuer auf von den Briten hergestellten Salz, aber es war von den Briten hergestellt, ist gar nicht eine gute Beschreibung, denn der indische Salz ist aus dem Ozean gewonnen und das heißt, indem das Wasser zurückgeht, lässt es Salz zurück, also es ist von der Natur hergestellte Salz, aber darauf haben die Briten ein Steuer erhoben. Und er hat gesagt, diese Steuer ist ungerecht, diesen Steuer bezahlen wir nicht. Und er geht dann dahin, um dieses Salzmonopol der Briten und der darauf erhobenen Steuer zu brechen. Ich habe mich gefragt, wenn er heute leben würde, zu seinem 150. Geburtstag, was für ein Symbol hätte er genommen? Und ich weiß nicht, ob du mir zustimmen wirst, aber ich habe gedacht, er hätte Saatgut als Symbol genommen.
Er hätte gedacht, es ist das Machtmonopol von Bayer und Monsanto, die Großkonzernen, die ein komplettes Monopol über den weltweit verwendeten Saatgut sich geschafft haben. Das wäre ein Symbol, weil das ist Nahrungsmittel, der jeder von uns konsumiert und die kann man doch ganz anders produzieren und damit hätten wir ein ganz anderes Verhältnis zu Konsum und unser Verhältnis in der Natur und zur Welt müssen wir überdenken und ich glaube, der hätte heute als Symbol vielleicht Saatgut genommen, um genau in diese radikale Haltung die Machtfrage zu stellen, aber eine globale Machtfrage zu stellen und vielleicht zu Boykott aufgerufen gegen Boykott von Steuern, Boykott von genmanipulierten Patenten. Saatgut, Boykott von alles, was Patente kippen würde und geistiges Eigentum in Frage stellen würde. Und das also ging mir durch den Kopf, als ich dich hörte, Salz. Was wäre Salz heute? Und ich hätte gedacht, Saatgut. Also vielleicht, um das ein bisschen zu erklären und zu erzählen für jene, die Indien nicht kennen. Also ich bin 98 zum ersten Mal nach Indien gekommen, habe dann fast 6 Jahre dort gelebt und ich kann mich erinnern an eine frühe Reise nach Südindien und da waren in den Märkten waren Säcke mit Reis und es waren, ich weiß nicht, 15 oder 20 verschiedene Reissorten und ganz unterschiedliche Reissorten, die ich überwiegend gar nicht kannte. Und ich war jetzt neulich wieder in Südindien und da waren auf dem Markt, waren glaube ich 2 oder 3 Reissorten. Und diese Reissorten sind, wie du ja schon gesagt hast, von Saatgut, was jedes Jahr neu gekauft werden muss von diesem Großkonzern. Das heißt, es geht... Oder aus China importiert, genau. Das heißt, es geht tatsächlich um eine existenzielle Enteignung der Menschen, nicht nur in einem ökonomischen Sinn, sondern in einem ökologischen Sinn. Es ist eine ökologische Enteignung. Denn das, was sie seit jeher hatten, diese enorme Vielfalt an, du hast es ja schon erwähnt, hat ihn ja immer wieder fasziniert. Was haben wir alles für Heilpflanzen? Was haben wir alles für verschiedene Naturgeschenke, die wir dann nutzen können, um uns zu ernähren und um uns gesund zu halten. All das wird entrissen, wird kaputt gemacht und es kommt sozusagen nur etwas Kommodifiziertes, Globalisiertes, was immer ökonomisch ist. Und ich glaube, du hast völlig recht, weil ich glaube, einer der Gründe, wieso er das Salz genommen hat, ist, dass es ja der Versuch des britischen Imperiums war, jeden Menschen in Indien in die ökonomische Pflicht zu nehmen. Das heißt, es gab ja zu dem Zeitpunkt relativ viele Leute, die Subsistenzbauern waren, Subsistenzwirtschaft. Das heißt, die haben eigentlich nicht partizipiert an dem schon damals globalisierten Wirtschaftsprozessen. Und das, solche Steuern, Salzsteuer, in Afrika war es zum Beispiel die Hüttensteuer, hat die Menschen gezwungen, Teilnehmer, unterprivilegierte Teilnehmer in dem ökonomischen Prozess zu werden. Und das ist heute tatsächlich beim Saatgut besonders schlimm, weswegen wir ja die perverse Situation haben, dass bis zum heutigen Tag zig Millionen Menschen in Indien jedes Jahr vom Hungertod bedroht sind, was völlig überflüssig ist, also überflüssig im technischen, natürlich überflüssig im ethischen Sinne, müssen wir nicht überreden, aber im technischen Sinne, es wäre ein ganz, ganz leichtes, das zu verhindern. Es hat wirklich nur mit dem zu tun, was du gerade beschrieben hast. Ich will, bevor wir in die größere Runde gehen, die letzten 2 Fragen mit dir erstmal hier diskutieren auf der Bühne. Die eine ist eine politische Frage. Und zwar, wir haben von seiner, oft wird es auf Englisch als passive resistance und auf Deutsch auch als passiver Widerstand übersetzt. Und das ist falsch. Es ist nichts Passives an diesem Widerstand. Es ist gewaltlos, aber wie du auch sagst, das ist gewaltförmig, aber gegen sich selber, auch in diese Insistieren auf die Wahrheit und so weiter. Aber sein Gewaltbegriff geht noch weiter. Und zwar, es ist vielleicht wichtig, uns daran zu erinnern, wie weit diese Vorstellung von Gewalt geht, denn er wäre erschrocken gewesen, wenn er die britische Parlamentsdebatten und Boris Johnson, geschweige denn davon Trump, gehört hätte. Das heißt, die Sprache war für ihn ein ganz wichtiges Feld, wo man Gewalt ausüben kann.
Und als ich diese vorgestern oder so diese britische Unterhausdebatte gehört habe, wo die weibliche Parlamentarierin Johnson gebeten haben, mit dieser brachialischen Sprache aufzuhören, weil diese Sprache ermuntert zu tatsächlichen Gewalt gegen Frauen und Hass, dass er sehr behutsam war in seiner Sprache gegenüber seinen politischen Gegnern, besonders gegenüber seinen politischen Gegnern, weil er der Meinung war, dass, und er hat immer wieder ein Wort gehabt, das manchmal sehr anachronistisch klingt, aber ist interessant, vielleicht darüber nachzudenken, er hat gesagt, mit Liebe und nicht mit Hass muss man argumentieren. Und das ist vielleicht ein Aspekt von politischem Diskurs, den wir heute unter, in Zeiten von Fake News und Verrohung von unserer politischen Sprache wieder uns vergegenwärtigen können. Ja, völlig. Also ich glaube, das ist teilweise inspiriert, also wenn man einen Menschen auswählen müsste, der ihn am meisten beeindruckt hat, dann war es, glaube ich, Tolstoi. Und Tolstoi wiederum war sehr geprägt von einem russischen Philosophen namens Alexander Herzen, der genau das, also war sozusagen ein Humanist, ein radikaler Humanist, der tatsächlich geglaubt hat, also einer seiner berühmtesten Sätze ist, man muss den Menschen die Augen öffnen und nicht sie rausreißen. Also der sozusagen wirklich geglaubt hat an einen Diskurs des Respekts, an eine gemeinsame Plattform, in der dann ausgehandelt werden kann, wie wir gemeinsam vorankommen. Und das hat er ein Leben lang gepflegt. Also es ist wirklich bewundernswert zu sehen, mit was für einer Höflichkeit, also nachdem er, also ein Großteil dieser Autobiografie behandelt ja seine afrikanische Zeit, und er wurde aus dem Zug geworfen oder er wurde geschlagen oder andere Inder in Südafrika, eine große Minderheit, wurden geschlagen, wurden vertrieben. Also er reagiert auf Staatsverbrechen, auf eine Politik des institutionalisierten Rassismus, und er reagiert ohne Ausfälligkeit, ohne temperamentvolle, hysterische Übertreibung, völlig sachlich, ruhig. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass er glaubt, dass sein Gegenüber noch erreichbar ist in eine einen humanistischen Dialog. Also wir können sozusagen unsere Menschlichkeit noch finden. Ich habe dich nicht abgeschrieben, sagt er jedes Mal. Und weswegen ja interessanterweise, das merkt man auch in der Autobiografie immer wieder, diese Gegner ihn ja auch dann wiederum sehr respektiert haben. Es gibt zwar einige, die so abfällige Bemerkungen gemacht haben, wie Churchill, genau. Aber es gibt durchaus auch einige, die natürlich also überhaupt nicht bereit waren, irgendwelche in irgendeiner Weise seinen Forderungen zu entsprechen, die aber trotzdem ihn als Menschen. Und das ist ja auch wiederum sehr modern. Also wir haben ja erst, ich weiß nicht, wann das war, 60er, 70er Jahre, den Begriff strukturelle Gewalt eingeführt. Ich glaube, dass er tatsächlich stets in dem Gegner einen Mitmenschen sieht, der ein Instrument einer strukturellen Gewalt ist. Und er sagt, lass uns doch gemeinsam diese strukturelle Gewalt abschaffen, überwinden, und nicht, du bist jetzt ein böser Mensch und ich will dich so überwinden. Und das, da hast du völlig recht, das ist ganz häufig jetzt bei der Lektüre ist mir durch den Kopf gegangen, wenn wir das einführen könnten in der Art und Weise, wie wir auch in den sozialen Medien mit uns umgehen, miteinander umgehen. Ich kriege das ja vielleicht ein bisschen mehr mit als andere, weil man ja als sogenannter Public Intellectual kriegt man ja so Briefe, heutzutage über E-Mail überwiegend, und das sind halt ziemlich hasserfüllte Liebesbriefe. Und da merkt man, und da schließt sich der Kreis mit der Sprache, es ist ja nicht nur eine emotionale Verrohung der Sprache, sondern die sind auch immer in einer unglaublich schlechten Sprache. Das heißt, man merkt, dass dieser Hass die eigene Sprache zerstört. Das ist so eine zertrümmerte, abgesehen davon, dass es meistens schlechtes Deutsch ist, aber ist egal, aber auch sozusagen eine Sprache, die gar keine Eleganz und gar keine Fähigkeit hat, den anderen zu erreichen oder zu berühren. Es ist wirklich ein selbstdestruktiver Prozess aufgrund dessen, dass der Diskurs nur durch Hass gefiltert wird.
Ich glaube, wir gehen jetzt in die Runde. Wir öffnen. Das Licht ist nicht optimal von hier, aber ich hoffe, wenn Sie eine Frage haben, dass Sie sich kenntlich machen können und ich kann Sie von hier aus sehen. Bitte. In Zeiten der digitalen Social-Media-Möglichkeiten war es wahrscheinlich nicht schwer, jetzt diese Bewegung der Fridays for Future so großartig werden zu lassen. Ich frage mich, wie das damals in Indien war. Was hat er für Multiplikatoren gehabt, die ihm immerhin ja auch damals eine sehr große Bewegung öffentlich breiter bekannt zu machen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ein anderer Aspekt ist, man muss die Infrastruktur des Systems nutzen, das man bekämpft. Und heutzutage, wie Sie sagen, die digitalen Möglichkeiten, damals war es ganz einfach, Zug. Die Briten haben ganz Indien, da waren sie sehr gut, die haben ganz Indien mit extrem effizienten Zugverbindungen durchsetzt. Und in der Autobiografie, vor allem im letzten Teil, sind ständig irgendwelche Menschen mit dem Zug unterwegs, er selber auch. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele die in Bewegung waren. Wir neigen ja ein bisschen dazu, du hast gesagt, wir neigen dazu zu denken, nur wir sind globalisiert, früher gab es das nicht. Wir neigen auch dazu, ein bisschen zu denken, wir sind in Zeiten der Mobilität und früher blieb jeder zu Hause. Dem ist überhaupt nicht so. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viel damals, um Widerstand zu organisieren, wie viel man unterwegs war, vor allem mit Zug. Und dann gab es natürlich unglaublich viele Freiwillige. Genau. Zeitung, ganz wichtig, richtig. Er hat in seinem Leben immer wieder Zeitungen gegründet, also in Südafrika, dann in Indien, auf Englisch, auf Gujarati, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, die er mit einer Vielzahl von Freiwilligen eigentlich ein Leben lang, Ja. Und insofern, dass die Zeitungen waren wichtig. Und die Lektüre der Zeitungen damals war ja wirklich von einer existenziellen Intensität, das kommt auch immer wieder durch, da wurde jetzt nicht wie wir beim Frühstück und mal gucken, was im Standard mal heute steht, nur schlechte Nachrichten, sondern das wurde wirklich als ein politisch relevantes Gespräch betrachtet. Was ist jetzt? Was wird jetzt gerade gesagt? Was sich Tillack gerade formuliert? Was hat der Kongress gerade beschlossen? Also, und so hat man, glaube ich, eine relativ gute Kommunikationsstruktur gehabt in Indien. Ich sehe noch keine. Oh, bitte. Ich schätze das sehr. Am Anfang haben Sie angekündigt, dass Sie über die Relevanz von Gandhi heute noch sprechen werden. Das fällt mir noch. Er wird auch vereinnahmt von gewissen Bewegungen. Wer jetzt stark sich interessiert für ihn, sind der Versöhnungsbund, solche Organisationen, aber politisch, weltpolitisch, die Politiker, nehmen die ihn ernst oder wie kann er dazu gebracht werden, dass er eine Wirkung hat? Also erstens hat er eine Wirkung, die natürlich nicht immer sichtbar ist, in dem Sinne, dass überall Gandhi draufsteht. Martin Luther King zum Beispiel oder Nelson Mandela, um jetzt nur zwei zu nennen von vielen, vielen, vielen anderen, waren entscheidend von ihm geprägt. Martin Luther King hat das ja dann nochmal umformuliert, weil er Probleme hatte mit dem, was du gesagt hast, das Passive. Er hat das ja dann Militant Nonviolence genannt, also militante Gewaltlosigkeit. Das heißt, diese Tradition gibt es bis zum heutigen Tag. Was sind Formen des Widerstandes? Und wenn man sich anguckt, verschiedene Publikationen weltweit über Aktivismus, wie organisiert man sich und so weiter, da merkt man immer wieder, seine Gedanken sind drin. Wir haben einige Sachen ja schon skizziert. Wir haben gesagt, diese typisch westliche Trennung von Körper, Geist, Privaten, Öffentlichen und so weiter, das zu überwinden, das fand ich sehr aktuell. Ich glaube, davon können wir sehr viel heute lernen. Und das andere, was wir auch schon angedeutet haben, ist, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, wie wir mit Idealen, mit entscheidenden Konzepten, mit einem Narrativ, mit einem ethischen und idealistischen Narrativ, was für die gesamte Gesellschaft gilt, wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Wir müssen ja in irgendeiner Weise neue Erzählungen formulieren, die tatsächlich
einen sozioökologischen Umbruch der Gesellschaft für alle wird natürlich nie klappen, aber für eine große Zahl von Menschen verständlich und überzeugend formulieren. Das hat er geschafft und ich glaube, da kann man lernen, also an diesem Anspruch kann man, glaube ich, sich orientieren und heute das neu umsetzen. Das war für mich jetzt eine ganz entscheidende Inspiration der Beschäftigung mit Gandhiji. Wenn keine anderen Fragen gibt, habe ich ein paar. Noch ein Punkt würde ich gerne mit dir diskutieren und das ist die Frage der Toleranz, religiöse Toleranz, weil das ist für ihn eine ganz wichtige Sache, aber nicht im Sinne von Säkularismus. Der ist tiefst religiös und sehr tolerant. Aber er ist ein tief religiöser Säkularist. Also er ist zum Beispiel, das muss man sich wirklich vorstellen, als tiefgläubiger Mensch ist er gegen Religionsunterricht in der Schule. Also so Sachen wie gefordert wird jetzt auch wieder nicht, also was ist die Präsenz von Religion zum Beispiel in Schulen, da hat er eine ganz entschiedene Frage. Religion ist Familiensache, Privatsache und der Staat hat überhaupt nichts damit zu tun und sollte die Finger weglassen. Das Zweite ist, dass er natürlich seine eigene Religiosität, die ich würde sie als frei religiös bezeichnen. Ich glaube, er hat sie komponiert aufgrund dieser vielfältigen Beschäftigung. Wir haben ja die Bibel erwähnt, er hat sich auch mit dem Koran beschäftigt. Er hat natürlich Buddhismus, aber natürlich auch das zentrale Werk der indischen Philosophie, nämlich die Bhagavad Gita, hat er sogar kommentiert. Also gut, ist in Indien fast Tradition, dass jeder Mensch, der was sich auf sich hält, mal einen Bhagavad Gita-Kommentar verfasst. Er war so eine Art modern, würde man sagen, so ein religiöser Sampler, nicht? Er hat sich sozusagen alle möglichen Sachen in der Praxis. Man hat ihn zum Beispiel nie beten gesehen. Das kommt irgendwie in irgendeinem der Biografien, die ich gelesen habe. Er war nicht jemand, der demonstrativ in der Öffentlichkeit seinen Glauben, also er hat sozusagen mit anderen zusammengebetet, wenn es irgendeinen Anlass gab. Aber es war nicht jemand, der gesagt hat, so, jetzt ist 17.10 Uhr, jetzt ist mein Abendgebet dran, es ruht alles. Also er war schon, glaube ich, sehr darauf bedacht, dass das Religiöse nicht, seine Religiosität nicht in irgendeiner Weise anderen als Zwang, als Zumutung, als Bedrängnis aufoktroyiert wird. Also das finde ich wirklich in Zeiten der absolute Politisierung von Religion, finde ich, diese Haltung. Vor allem in Indien. In Indien, ja. Also wir müssen wirklich, weil vielleicht nicht jeder Indien kennt, wir müssen wirklich ganz kurz erzählen, was in Indien passiert. Das ist eine völlige Katastrophe. Also wir haben eine rechtsextreme, ich würde sagen faschistoide Regierung, ich weiß nicht, ob du auch so weit gehen würdest, die diesem Konzept Indien ist hinduistisch, ergo ist alles andere, muss sich in irgendeiner Weise unterwerfen, muss sich anpassen, muss sich unterordnen, die jetzt Kaschmir völlig abgeriegelt hat. Interessanterweise, so viel wir über China erfahren, ist in unseren Medien kommt fast nicht vor, dass es, ja, das ist nicht einmalig, aber es ist wirklich selten, dass eine riesige Provinz zu einem Gefängnis gemacht worden ist jetzt in den letzten... Und abgeschnitten ist. Es gibt keine Kommunikation, also kein Internet, keine Telefonkommunikationsmöglichkeiten. Wir wissen einfach nicht, was dort passiert. Also es sind so ganz wenig kommt raus, dass zig Leute im Gefängnis sind, Ausgangssperren, Militärherrschaft und so weiter, aber wir wissen nicht wirklich, was passiert. In diesen Zeiten ist natürlich, da hast du völlig recht, ist diese Haltung von Gandhi eigentlich überlebensnotwendig. Und insofern hoffe ich sehr, dass auch Indien oder Menschen in Indien diesen Aspekt von Gandhi wiederentdecken. Und ich glaube, deswegen beharre ich so sehr darauf, das geht nur, indem man ihm vom heiligen Thron runterstößt und ihm sagt, das ist ein interessanter Mensch, von dem können wir uns anregen lassen. Noch einen Punkt, und das ist, Gandhi ist interessanterweise ganz skeptisch gegenüber parlamentarischer Demokratie. Er hält ganz wenig davon, repräsentative Formen der Demokratie einzuführen.
Und wir sollen uns überlegen, warum. Also er ist für die basisdemokratische Dezentralisierung in den sehr kleinen Produktions- und Lebenseinheiten. Er hat den abenteuerlichen Vorschlag, die Kongresspartei soll sich auflösen nach der Unabhängigkeit Indiens. Die Partei wurde gegründet, Unabhängigkeit von den Briten ist erreicht. Und er sagt dann den ganz entscheidenden Satz, es ist wenig geholfen, wenn wir die britische Herrschaftsklasse durch eine indische ersetzen. Die eigentliche Befreiung wäre eine andere. Und das ist dann sein Begriff von Swaraj, von Herrschaft über sich selbst. Und vielleicht damit könnten wir wieder diese zwei Teile seines Denkens, eine gesellschaftliche Befreiung und wie ein Individuum sich selber von Gier, von Machtgier, von Geldgier, von Konsumgier befreien kann, wie diese zwei in seinem Wirken, Denken immer wieder zusammenfallen. Ja. Also eigentlich auch extrem visionär. Also erstens dieses, was dann später berühmt wurde als Small is Beautiful, also wirklich sozusagen die kleinen Einheiten, also das Kommunale, das Selbstverwaltete, das Selbstorganisierte, das ist im Mittelpunkt. Er wurde lange Zeit dafür belächelt, dass er gesagt hat, im Dorf, im traditionellen Dorf ist quasi, erfüllt sich das Versprechen Indiens. Jetzt, glaube ich, kippt das wieder, weil wir wissen jetzt inzwischen, dass diese industrialisierte Agrarwirtschaft ökologisch zur völligen Katastrophe führt. Verödung der Böden, Vergiftung, Kontaminierung, Wasserknappheit und natürlich die ganzen schon von dir angesprochenen genmanipulierten Probleme. Und jetzt kommen zunehmend ganz progressive und visionäre Wissenschaftler auf die Idee, dass man zum Beispiel in den Städten kleine Einheiten des Anbaus hat, dass man sozusagen Selbstversorgestrukturen hat, die notwendig sein werden, weil wir in dieser Form gar nicht weitermachen können. Das heißt, eigentlich ist es wieder back to the future. Also ist doch nicht so absurd seine Vorstellung, dass ein jeder von uns. Und das fand ich auch wiederum sehr interessant, diese, was du gerade beschrieben hast, diese basisdemokratische Teilhabe des Individuums äußert sich im Materiellen darin, dass das Individuum eine gewisse Autonomie verteidigt, indem es einen Teil dessen, was er braucht oder was sie braucht, selber herstellt. Deswegen genau das sogenannte Kadi, also das selbstgesponnene Baumwollkleid oder Hemd. Und natürlich dann der, also er hat immer in den Ashrams auch selber mit der Hake und mit der Schaufel, ich kenne mich leider überhaupt nicht aus, was man so macht im Garten, aber das gemacht, was man halt machen muss, um irgendwelchen Kohl anzubauen oder zu ernten. Und insofern sind da ganz, ganz viele Sachen, die wieder diskutiert werden, sind bei ihm schon angelegt. Und ich finde es sehr schön, dass du es jetzt gegen Ende ansprichst, weil da wundert mich die Kritik eines Teils der Linken am meisten, weil er eigentlich soziopolitisch extrem radikal war. Also eigentlich ist es eine völlige Ablehnung des neoliberalen globalisierten Kapitalismus in jeder Hinsicht. Und es ist eine völlige Ablehnung von entfremdeter Arbeit. Also er ist kein Marxist, aber in diesem Punkt ist er wirklich radikal, dass er sagt, nicht nur das Handwerk, was wichtig ist gegen britische Industriemonopole, sondern die manuelle Arbeit hat eine Würde an sich und die ist wirklich mit den Menschenwürde verknüpft. Ja, und also manuelle Arbeit und die andere Sache, die heute wieder ganz relevant ist, Sorge. Die Sorge um die Mitmenschen. Also er selber war sich nicht zu schade dafür, dann tatsächlich irgendwie jemanden zu waschen, jemanden zu pflegen. Und das haben wir heute wieder. Wir haben ja eine, ich finde ja wirklich krankhaften Umgang mit Menschen, die der Pflege bedürfen, weil wir das durch die Ökonomisierung ist sozusagen das, die Aufopferung für einen leidenden Menschen, die ist quasi entwertet, die ist wertlos. Die Finanzierung der Pflegeprozesse ist nicht zureichend.
Das heißt, ich habe gerade ein Buch gelesen, wo es darum geht, wie wirklich katastrophal das ist in unseren Krankheiten, dass Menschen zum Beispiel sterben, ohne dass sie irgendjemanden haben, der in den letzten Stunden ihre Hand hält, der ihnen zur Seite steht. Also dadurch, dass einfach nicht genug Geld in den Gesundheits- und Sterbeeinrichtungen ist, werden Leute in entscheidenden Momenten ihres Lebens alleingelassen oder nicht menschenwürdig versorgt. Und all das hat er auf dem Bildschirm. Also dass sozusagen ein Teil eines ganzheitlich sinnvollen Lebens auch ist, dass man einen Teil seiner Zeit damit verbringt, die Menschen um einen herum zu pflegen, sich um sie zu sorgen. Vielleicht als Schlusswort sein, das Lied, was er in seinem Ashram immer wieder in den Gesang stimmt. Kannst du es singen? Ja, ich werde es euch nicht zumuten, mein Gesang, aber der entscheidende Satz, und das ist ein altes, also mittelalterisches Lied, Vaishnava Janto Tene Kahiye Je Pira Parai Jane Re, und das heißt, ein guter Mensch ist derjenige, der das Leid des anderen, das Leid des Fremden kennt und erkennt, anerkennt, und das ist für ihn das absolut Wichtige. Das lebensleitende Motiv ist sozusagen, das Leid des anderen, das Leid des Fremden teilen zu können. Ja, und das, da kann man, glaube ich, nur sagen, das geht so weit, dass der andere eigentlich dann nicht mehr der andere ist. Also weil er war sehr beeinflusst auch von einer philosophischen Richtung namens Advaita in Indien, die tatsächlich davon ausgeht, dass wir eine Einheit sind, und insofern die Dichotomie zwischen dir und mir ist schon Teil des Problems. Wir haben auch etwas Gemeinsames, und insofern sind wir füreinander jeweils als Hüter und Pfleger und Sorger zuständig. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, und damit möchte ich mich ganz herzlich bei Ilya Trojanow bedanken. Und ich bei Shalini Randeria. Diese Diskussion. Und ich